und heute bei Lisa überhaupt. Ich habe vorhin einmal, als ich umgeswitcht habe, gesehen, du hast dir ein böses Video angeguckt. Boah. Einsatzplays, danke schon für 10 Euro, vielen lieben Dank. Da kam schon die Bestätigung. Mit den 30 Euro, scheiße. Forest gesankt und just chatting. Ach, The Forest. Ich bin ja der Farmer. Hardcore-Farmer, aber. Naja, guck mal. So schön darin, ja. Und so schöne Hühnchen. Das gibt so gute Nuggets. Achso, ich wollte ja noch was singen. Was sollte ich denn singen? Last Christmas, ne? Ah, ne, habe ich ja schon. Ja, hast du schon. Aber kannst gerne nochmal machen. Das war ja nochmal ein Wunsch im Chat. Ja? Ja, habe ich vorhin mal mitgelesen. Aber war gut. Eichhörnchen, Hasenanträge. Habe ich noch was für meine Freundin zu wecken? Das ist echt schade. Wünsche euch alles Beste. Dankeschön. Ja, ich hoffe mal, dass das die richtige Entscheidung war und dass das dann jetzt bergauf geht und ich vor allem weniger Stress habe, weil das gerade fickt mich so ein bisschen. Ich habe mir neuen Drescher gekauft. Ich habe mir einen eingetauscht. Ja, den grünen habe ich im Shop gesehen, ne? Oder war das der grüne? Der rote. Der rote. Ja. Bison Super hat sich verabschiedet. Oh, ich muss einmal kurz an den Ofen. Ich wieder da. Ups. Wieso geht das nicht mehr so? So. Ja. Das wollte ich jetzt nicht aufklappen. So. Dann machen wir ein paar Lohnaufträge. Bei mir gibt es eigentlich nicht viel auf der Farm, außer im August, September. Gerne. Wann muss ich die Sojabohnen einfahren? Let me see. Im September. Dürften 3 Tage sein. Das heißt, heute haben wir Donnerstag, Freitag, Samstag. Oh ja, Samstag oder Sonntag können wir die Ernte einfahren. Haha, schön. Schön, schön, schön. Ich wollte sagen, mir ist da so ein Brötchen runtergefallen. Jetzt ist mir wirklich ein Brötchen runtergefallen. Das war doch mit Absicht. Hat Hunger, der Gute. Ja, nur dass es jetzt unter dem Schreibtisch liegt und nicht auf dem Schreibtisch. Oh. Das ist natürlich schlecht. Fettsack, Alter. Was ist denn mit dem Fettsack los? Ey, komm, ich komme gleich hin. So. So, kriech. Was ist denn noch los? Motor starten. Deine Mutter muss einen Motor starten. Ah, super. Ah, Kaffee müssen. So. Welcome back, Dankeschön. Jetzt komme ich mal zu dir in der Nähe. Ist ein bisschen fahren. Was so? Ich mache gerade Lohnauftrag für ein paar Gras herzustellen. Cannabis. Gut ist groß. Musik läuft? Okay, ja gut. So. Ich habe ja noch nichts groß anderes zu tun, außer Gras mähen. Lisa Chantal, kannst du mal sehen, hier wird auch im Stream gegessen, direkt auf Twitter gehen. Was? Ja, aber ich bin fett. Ne? Was soll dazu wissen?
Und ich habe, also hier wird ja auch Lebensmittel produziert. Ich muss ja Qualitätskontrolle. Hier gibst du das Heute hat mich einer Beste. NPN angemeckert, warum ich im Stream esse, deswegen. Echt jetzt? Ich mal gerne gefallen lassen. Einfach weil du es kannst. Pavel, du musst noch was umstellen, die Kategorie. Geht umgestellen. Ah, es steht immer noch Just Chatting drin. Nochmal aktualisieren. Ich weiß nicht, das bei Stream Elements Nee, stimmt. machen sie auch wieder irgendwas komisch darum. Seit dem Update. Boah. Hab gestern noch 10 Stunden gestreamt, ein paar Subs verschenkt, ne, und die Das hat er ist gar es. nicht mitgezählt. Das war so ein komisches. Wenn du Subs verschenkst, zählt er die nie mit. Okay, interessant. In deinem eigenen Ding hast du Subs verschenkt? Ja, drei. Lost. Nee, das zählt ja nicht mit. Okay. Das Schlimme ist, ich habe noch ein Schokokroissant. Und ein Rosinenbrötchen. Oder wie man sagt, Rosinenweckler. Ich habe nur 2 Tassen Kaffee getrunken und werde hier schon wieder hungrig gemacht, ey. 2000 Kaffee und was war noch mal? Hol dir doch eine dritte Tasse Kaffee. Ich muss leider noch Kaffee aufheben. Jetzt schläft doch jemand. Soll ich Lauge anmachen? Leider, lieber nett, lieber nett. Heute nett. Die hat seit 2 Tagen Wie ist denn die Rückenschmerzen. Tassen noch drei? Ja klar, Manu. Wer beißt nie was wohl ab, hä? Ist deine Freundin so eine, die mal reinbeißt? Was? Was? Die beißt alles, was sie kriegt. Achso. Noch muss ich. Noch. Naja. Noch muss ich kein Maulkorb holen. Aber naja. Ich hab nichts gesagt. Ja, du kriegst gleich wieder einen auf den Deckel, wenn du wach wirst. Ich habe noch 8 Stunden Dienst, Kaffee ist alle. Ich kann dir noch 4 Liter Kaffee anbieten, habe ich noch stehen. Oh, ich komm geil vorbei. Und die Siebträgermaschine auch schon angemacht. Das heißt, Latte Macchiato, Cappuccino, Schokocino, auch alles da. Espresso. Moccacino. Oh, lecker. Americano. Lecco mio. Isdietro. Ich Um glaub, 8 Uhr meinte ich, achso. bei dir werde ich noch zum Kaffee-Junkie, wa? Was? Nein. So viel wieder Das aus. Wasser kommt ja schon. Ja, ein Kumpel hat mich gestern noch aufmerksam gemacht, dass in Launingen wieder eine Farm kommen ist. Jetzt sind ich und meine Freunde am Überlegen, ob man da hingehen. Ja, würde ich machen. Ich gehe auch hin. Nicht. Gar keine Zeit. Farmcon, was ist das? Irgendwelche Hipster. Ja. Ich versau mir immer alles, ne? Ich mache alles einfach schlecht. Ey. Ah, was? Wenn wir deinen Humor kennen, dann passt das doch. Ja. Oh, ja. Aber. Ich hatte vor einiger Zeit, also schon ein bisschen länger her, eine Anfrage wegen einer Partnerschaft. Und die kannten meinen Humor nicht. Und ich war gar nicht so uninteressiert, sage ich mal. Warum kam es nicht, wenn man fragen darf? Ja, vielleicht hab ich so in ironischer Weise gesagt, diesen Scheiß braucht doch keiner. Wer sich das kauft, hat ist nur, keine Ahnung, irgend so ein fetter PC spielender Single, der nichts auf die Reihe bekommt. Autsch. Das haben die ein bisschen zu ernst genommen. Also typischer Twitch-Zuschauer. Was? Hi, moin. RIP-Partnerschaft. So, wie viele Zuschauer haben wir jetzt noch? 250. lecker. Ja, nicht Rachel oder nicht. Waren PC-Teile.
Maus, Tastatur, sowas. Okay. Also die haben halt einen Stream gesehen, wo ich dann halt auch gefragt habe, ob wie das ist, wenn so die Kundschaft, die ich ja auf Twitch erreiche, hat ja sehr oft verklebte Tastaturen, ob die auch Mengenrabatt dann für die. Egal. Also einen Schub bekomme ich nicht geflogen, Manu. Aber du könntest mir gerne mal später nochmal das, wenn du magst, die Lauge-Datei, das ist das Lied, schicke. Die kannst du dir runterladen auf dem Discord. Ah, okay. Gut. Gut. Lass es mal. Musst du bei Videos, glaube ich, also hier, aber da kann ich mal an alle einmal kurz zeigen, wenn ihr das Lauge-Lied haben wollt, ne? Das ist ja nur illegal runterladbar. Dann könnt ihr hier bei mir Moin Mike. einfach auf den Discord gehen und dann wo ist hier Kim.com? BitTorrent runterladen, nein. Wo war das? Bei Videos, glaube ich. Und dann ist das, glaube ich, hier genau. Und dann ist das hier oben angepinnt. Und da könnt ihr euch Lauge runterladen, Oh, falls ihr es cool. haben wollt. Jetzt gehen die Download-Anzahlen nach oben. Sieht man das, wie viel das gedauert? Jo, fahr vorsichtig! Ich weiß es nicht. Da hat sich jetzt auch wieder einiges an den Nutzungsbedingungen geändert, keine Ahnung. Nutzungsbedingungen. Ja, haben sie letztens auch wieder mal Update rausgehauen, aber whatever. Ich klicke sie mal weg. Manchmal ist es Bei was? einfach. Bei Discord? Bei Discord? Ich muss aber auch ehrlich sagen, da bin ich zu schlecht. Also ich habe so ein, also ich finde, ich habe echt einen coolen Discord mit richtig vielen Leuten, ne? Aber ich pflege das zu wenig. Naja, wenn du halt alleine bist, du hast ja gesagt, du hast ja einen, wenn du Social Media hast, ne, der sich da gut auskennt bei sowas. Das wäre halt. Wäre halt nicht schlecht, weil alles alleine zu machen, da bist du, bin ich sogar selbst überfordert, ey. Deswegen habe ich ihn echt noch schlicht Ja, gelassen. also ne, alles alleine ist ja noch untertrieben. Also ich habe ja sozusagen, weiß, eine Bäckerei noch im Ja. Ersten Zimmer das, ne? Das kommt schon viel zusammen. Wobei ich auch immer so denke, dieses Spielen, das könnte ich ja auch weglassen. Aber dann denke ich mir auch wieder, ey, weißt du, eine kurze Pause, mal ein Stündchen spielen kann ich mir auch gönnen. Hi, Habe ich ja Busfahrer. gar nichts vom Leben. Ja, das stimmt, Mike. Busfahrer. Gestern 10 Stunden, 5 Stunden Schlaf und nachher um 9 geht's auch wieder weiter. Häng ich auch wieder 8 Stunden in Berlin rum. Was ich mit dem Strom machen soll, verkaufen. Hä? Habe ich nicht alle deine Felder abgefahren? Nee, das war noch nicht erntereif. Das habe Ach so. hab ich gestern geerntet. Ja, so lässt er sich die Arbeit machen, ne? Ich fahre ja schön für ihn ab, ne? Und er kassiert dann die 2,7 hier. Komm ich nicht mehr mit. Auf Twitch im Livestream mit Spielen, ja, arbeiten geht das durch. Auf Twitch im Livestream ist Spielen ja Arbeiten. Also, ah ja. Geht das ja durch. Ja. Ich komme mir trotzdem manchmal, also ich bin auch blöd, ne? Also ich komme mir da einfach manchmal scheiße vor, einfach. Weil ich einfach, ja. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt alles ein bisschen ändert. Dann werde ich nur noch arbeiten, dann habe ich gar keine Zeit mehr. Wir hoffen mit, dass auf jeden Fall alles besser wird. Aber ich habe es jetzt richtig verstanden. Du bist nur noch Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Bestellungen, ne? So. Verschicke ich. Ne? Verschicken, Also verschicken hast du. angenommen wird es natürlich immer. Aber dadurch, dass wir ab Mai den Montag als Schließtag haben, kann ich da ja auch nicht verschicken, weil ich da ja einfach nicht backe. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instant Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung.
Im Dienst Switch schauen ist auch harte Arbeit, das stimmt. Ja. Das Leben ist doch Arbeit, oder? Nein. Nein, deswegen gibt es einen Burger. Das Burger, genau. Oh, da ist eigentlich so ein interessantes Video, was mir ein Dings hier Ach, und Mike geschickt hat. du hattest recht, ne? So einfach wie es ist, klingt es nicht, ne? Also, was ich da mal was ich da versucht habe zu erklären. Also, egal wie du es machst, sobald du einen Vertrag unterschreibst für Zeitungsaustrag und du über 300 Ja. Euro oder 100 Euro, musst du den Abend das vorlegen. Scheiß drauf. Ja. Wie gesagt. Jetzt haben wir uns dazu entschlossen, dass ich das mache, aber nur für die 100. Und wenn dann halt im September, Oktober das Ganze losgeht. Ja, aber das ist ja, du kannst ja für mehr und dann wird dir, glaube ich, Das Ganze abgerechnet. 50%, was über 100 ist, weggerechnet, wenn das so ähnlich ist, wie es früher war, ne? Nee, also bis 520 kannst du dazu verdienen. Mhm. 502 kriegst du von denen überwiesen, aber sobald du 300 hast, wird es von den 502 abgerechnet. Also so habe ich das verstanden, was die mir erklärt hat. Ja, das ist. Warte, nochmal. Also 502 kriegst Kriegst du du als was überwiesen? Regelbedarf, genau, als Regelbedarf. Für deinen Haushalt, alleinstehend, das kriegst Ah, du. Genau. okay. Das ist das Bürgergeld. Genau. Plus quasi, Okay. dass die Miete übernommen wird. 100 Euro darfst du dazu verdienen. Genau. Und sobald Und, du drüber wirst, ja. wird es quasi mit dem Bürgergeld, die 502 Euro, quasi abgerechnet. Oder Ja, verrechnet. aber nicht zu 100%, oder? Also, ich sag mal, Das. wenn du jetzt sagen wir mal 400 verdienst, wird 100 frei, dann sind die 300, glaube ich, lass mich nicht lügen. Also war früher so, keine Ahnung, ich hatte halt Mitarbeiter, die das hatten, die haben dann von den 300, die sie bekommen, wurde nur 150, also 50% weniger gerechnet. Okay, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich Aber ich denke mal. bin, also das hat, macht hauptsächlich auch meine Frau, deswegen bin ich da auch nicht so dran, aber so ganz grob. Also, ich habe das nur so verstanden. Wie gesagt, die 502 mit den 300 werden verrechnet, weil es ja dadurch ja dein Eigenanteil ja noch verdienst, ne? Dass das abgerechnet wird. Aber ich muss einfach mal nachfragen. Ich denke mal. Weil da ändert sich ja ständig wieder irgendwas. Das stimmt. Soll ich mich jetzt eigentlich doppeln? Kann ich ja noch zumachen. Ich find's ja schon krass, wenn der 500 Euro für die oder nach Beantragung Quatsch wegen deiner Heizkosten, was ich ja nicht gemacht habe, weil ich befürchte, dass nämlich der Staat irgendwann die Hand aufhält und sagt, ah, Moment mal, da war was, wenn du wieder zu viel verdienst, bitte mal wieder Abgabe etc. Das haben sie schon bei anderen Kollegen abgezogen, wo ich noch kenne. Hat sich, Keine Ahnung. ja. So. Aber ich glaube auch nicht, dass er mir die ganze Story da oder alles erzählt hat, wie auch immer. Ich hier mal eine Kreise reden. Fanta eigentlich. Ja, der ist, ist eine gute Frage. Der hat Einmal Spätdienst. Wasser. Kann sein, dass er bei Farm RP ist. Okay. Roleplay bei Also, Farming. gestern war er ja schon da. Macht man ja sich immer gleich Sorgen bei so alten Menschen, ne? Naja, Ist eine sag ich ja. Frau immer wieder was geboren. Ich bekomme auch Bürgergeld und verdiene nebenbei 112 Medizin, Zinist. Okay. Ja, ist das wirklich nur zum Einzelfall, wo das individuell entschieden wird, oder ist das, weil das ist das, was mich. Ja, aber das ist ja das, was ich meinte. Es gibt doch bestimmt, also das muss doch irgendwo niedergeschrieben sein. Also das kann mir nicht vorstellen, dass man da nicht irgendwo nachlesen kann, wie das wirklich ist.
Also, warte mal, ich kann da mal kurz den. Ach, genau. Drück aufs Holz, wenn ich auf die Handbremse drücken will. Bürgergeld dazu verdienen. Ja. So, ein Verdienst von bis zu 100 Euro wird überhaupt nicht auf das Bürgergeld eingerechnet. Geht er darüber hinaus, wird wie gehabt zu einem bestimmten Prozentsatz angerechnet. Ach, ich glaube, das ist das, was ich meine. Also, okay. Neu ist, wer zwischen 520 und 1000 Euro verdient, soll ab 1. Juli mehr von seinem Einkommen behalten. Das ist das, was mir da geil. Ja, aber das siehst du das doch da, der zweite Satz, den du gelesen hast, genau das, was ich gesagt habe. Okay. Dass das prozentual anteilig da irgendwie angerechnet wird. Krass. Okay. Ja, das typische Amtsdeutsch, ja, bin ich auch nicht wirklich fit. Selbst so einfache Erklärungen manchmal. Muss ich da dreimal die Sätze durchlesen, bis ich das auch mal verstehe. Ja. Ja, klar. Bartalo, Hast ja Zeit. Hast ja Bürger. der Ja. Sorry. Ja, alles gut, alles gut. Ich nehm's mit Humor, also ganz ehrlich. Also, das Ding ist, hier ist dieser Trigger, ne, wo man es reintun soll. Ne? Ich frage, diese Sch jetzt war ich den Motor aus, ich trottel. Das ist ja wirklich, das ist ja auch wirklich der Fall, ne? Selbst wenn selbst bei der SAP rausgeschaut oder als Praktikum erstmal angefragt habe, ja, weil in der Woche, wo ich halt die 6 Wochen Streampause mache, gucke ich ja vermehrt intensiv nach Praktikas, gerade weil da die Zeit auch günstig ist. Sorry, der Beste, trotz Begeisterung oder. Ich kann wirklich gute Bewerbungsgespräche führen, so ist das nicht. Aber ob dich da einer nimmt oder nicht. Was denkst du, wenn du da so redest wie hier im Stream? Haha. Nein, Gott. Ich bin der geile Mann, ich will arbeiten, ab so hart, oder was? Oder so klassisches Hochdeutsch. Nein. Warte, 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 warte. Wir brauchen. Geil. Hört sich dann noch richtig gut an, Alter. Kann man bei Spotify nicht auch einstellen, dass der Text da kommt? Dann kann ich da Ja, hier mit kannst du. Elisa auch singen. Was man hier sieht. Kannst du. Könnte ein geiles Duo machen. Ja, mit Lisa muss ich noch in die Runde. I've been looking for freedom. Es gibt dafür auch ein Skript für OBS, dass du Spotify das mit dem Text einfügen kannst. Habe ich schon probiert. Ja, hab ich auch, ist sogar drin, aber funktioniert immer mal wieder nicht. Ja, das ist so ein Nachteil. Whatever. Weil ich glaube, ich habe das nach den letzten zwei Updates gar nicht mehr drauf gemacht, weil das immer wieder nicht funktioniert hat. Ja gut, also das eine war, was ich mir heute runtergeladen habe, war nur so ein Hotfix. Aber ja. Aber generell auch gestern, wo ich nach 10 Stunden den Raid gemacht habe, war ich hoffe, Manu ist jetzt noch da. Bei ihm wurde nämlich auch nicht irgendwie oben der Raid angezeigt. Da, wo halt jetzt die Nachricht angepinnt hast. Und im Mod-Status, keine Ahnung, was da ist. Yeah. Rock die Bude mal. Die Laune morgen. Müsste mir hier so ein Hemd anziehen.
Mit Dazzle. Der hatte doch immer so geile Brusthaare bei Baywatch, oder? Oh, warte mal. Vielleicht ist ein bisschen Akku da. Am besten Moment, ich muss hier. jetzt über dieses Mindcherry. Up and looking for freedom. With someone. I've been looking for freedom. Irgendwas goes on. Akku fast tot. I've been looking for freedom. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank. Pop in the chat, club. Sogar genau Standing Ovation. Beste Geschenk der Welt, Alter, dieses Mikrofon. Lisa, hast du auch so ein Mikrofon? Ihr war ein Brot, ich hab. Ich, wo bin ich? Ich fahr gerade aus. Hast du es Ich bekommen, oder? könnte damit ja nochmal Last Christmas anfangen, ne? Oh ja, komm, mach, mach. Warte, 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 warte. Es müsste doch Lisa mit in den Chat reinkommen. Last Christmas I gave you my heart and the very next day you came away this year to save me my tears. I give it to someone special. Weiter kenne ich den Text immer nicht. Mein Freund kommt auch. I'm looking for freedom. Oh, irgendwas mit Text. Gut, dass ich jetzt die Aufnahme gerade bei mir laufen habe. Jetzt kann ich wenigstens mal wieder ein paar Klingeltöne von meiner Freundin machen, wenn sie weg will. Ja, gar kein Problem. Du kannst das auch per Clip lösen, ne? Mein neuer Klingelton. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Freue mich da. Yeah. So, okay, nein, wir hören jetzt auf. Ich kann euch ein polnisches Lied singen. Soll ich euch ein polnisches Lied singen? Oh ja, mach. Würde ich gerne mal hören. Siedział zając na wiesiołku i nogami wychylając śpiewał tak. Łysy ojciec, łysa matka, łysy sąsiad i sąsiadka. A ja także łysy byłem i się z łysą ożeniłem, hej, hej. Łysy ksiądz nas błogosławił, łysy organista grał, a po roku coś przybyło i to także łyso było, hej, hej. Okay. Wuh! Da war fetter Applaus in den Chat. Hey! Also das ist, wenn wir nächstes Jahr die Bäckerei dann komplett schließen, was? Dann werde ich hier Vollzeit-Twitch-Singer. Gibt es Oh eigentlich noch Twitch-Sing? Das wollte ich auch hier mit Herr Newstime irgendwann nochmal machen. Wenn ich mal Zeit habe. Das weiß ich jetzt gar nicht. Dankeschön, danke. Danke, mein Maker. Einer schreibt Applaus. Ich würde ja laut klatschen, aber da würde ich sie wecken. Dann wird Ja, sie. klatscht sie mal. Nein. Danke, Lisa. Vielen Dank. Aber das wäre jetzt auch ein schönes Duo gewesen, wenn Lisa im Chat da wäre, Ja, ne? irgendwann machen wir. Nee, Halleluja. Ich muss den. Ich, irgendwann wird sich das ergeben, keine Ahnung. TwitchCon in Paris. Lerne ich den Text auswendig und dann machen wir hier. Also ich habe ab und zu mal ein paar Lieder von Xavier Naidoo mitgesungen, aber naja. Aber Xavier ist jetzt gerade so Okay. ein bisschen fraglicher Typ.
Ja, nee, nee, es geht bei mir um dieses Ja, nee, aber ich Romantische. mag seine Lieder auch sehr. Also von dem her.